Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es richtig interessant, denn Sinan hat sich nun zu Wort gemeldet. Eigentlich wollte er ja warten, bis Promi Big Brother zu Ende ist, aber nun hat doch irgendwie, ja, der nervöse Finger gejuckt und man hat eine Story aufgenommen und hat hier Fragen aus der Community beantwortet. Alles sehr interessant. Unter anderem ging es auch um Elena. Hasst er sie jetzt? Eine interessante Frage. Vor allen Dingen auch seine Antwort ist sehr interessant, weil wir wissen ja alle, dass der Umgang zwischen Elena und Sinan alles andere als gut war. Aber wir kennen auch die Anschuldigungen von Cecilia, die sie hier ihm gemacht hat und warum sie so heftig gegen ihn reagiert hat. Ob er darauf reagiert und was er dazu sagt, erfahrt ihr alles hier in diesem Video. Aber ich habe noch zwei Tipps für euch. Einmal selbstverständlich mein Livestream von gestern Abend. Richtig cool. 2 Stunden Promi Big Brother Talk mit euch. Ihr konntet mich nämlich live anrufen und ich habe für euch viele Informationen bereitgehalten und natürlich mein Video von heute Morgen. Die große Promi Big Brother Verlobung von Mike Heiter und Leyla Lachua, bald Leyla Heiter, solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, war richtig, richtig heftig und jetzt Feuer frei. Meine Lieben, wir haben hier ein Ziel, die 40.000 bis Weihnachten. Vielleicht bekommen wir es hin mit deiner Hilfe. Wenn du die Möglichkeit hast, teile gerne diese Videos im Social Media und selbstverständlich für alle Neuen, wenn ihr Lust habt, abonniert gerne diesen Kanal für die 40.000 bis Weihnachten. Dann ziehen die Katzenreporter Weihnachtsmützen auf. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir schalten direkt aufs Katzenreporter-Handy. Und gucken mal bei Sinan rein, der wie gesagt diese Story gemacht hat. Ich überlege, braucht ihr noch irgendwelche Vorinformationen? Eigentlich nicht. Es gibt aktuell noch ein Q&A von Cecilia, wo sie relativ heftig gegen Sinan geschossen hat. Mal gucken, ob ich das heute noch in einem anderen Video mit einbaue. Das weiß ich aber noch nicht. Das kommt so ein bisschen auf die dynamische Lage an, denn es brodelt überall im Internet. Wir brauchen Sinan und ja, wie jeder auch, der Q&As macht, sitzt man im Auto. Ich glaube langsam, dass es ein Filter ist. Ein Q&A-Filter, man hat immer ein Auto um sich herum. Die sitzen immer alle in ihren Autos. Nur gut, wir gucken mal rein. Also Leute, ich fahre jetzt nach Köln. Ich bin gespannt, wie das Finale wird. Ihr könnt mich mal hier ein paar Sachen fragen zum Finale. Ich bin gespannt, ob ich mit manchen Leuten aussprechen werde. Ob manche sich vielleicht bei mir entschuldigen. Ja, gut. Also es ist ja keine Stunde danach und es ist ja auch kein Wiedersehen. Es ist das Finale. Da geht es nicht unbedingt um die ehemaligen Teilnehmer. Natürlich gibt es so kurze Momente, aber dass es da zu Aussprachen kommt, das denke ich nicht. Und ich meine mich auch nicht zu erinnern, dass Promi Big Brother jemals so Wiedersehen-Veranstaltungen hatte. Also das wird nicht passieren. Ob sich jemand bei ihm aber privat entschuldigt, das sehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich sehe auch gar nicht, ob Elena Miras heute Abend auch da sein wird. Das sind alles so eine Sachen, wo ich mir noch gar nicht so sicher bin, ob das alles stattfinden wird. Wir werden ja Promi Big Brother das große Finale heute Abend um 20:15 Uhr live auf Sat.1 sehen. Und es ist noch völlig offen, was das für eine Show wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, aber das ist da jetzt auf große, wenn die Zuschauer hier auf große Gegenüberstellungen hoffen, das hat dafür keinen Raum. Die Kandidaten sind alle, so hart es klingt, aussortiert. Und in dem großen Finale geht es um die 5, die mit dabei sind. Das sind Leyla und Mike, klar, Matze, Alida und Jochen. Das sind die 5, die mit sind und um die 5 wird es heute Abend gehen. Keine Ahnung, werden wir alles sehen. Und ja, ich bin gespannt auch, wer gewinnt. Natürlich, ich habe meinen Favoriten, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend morgen, das Finale. Und ja, ich fahre jetzt erstmal nach Köln. An dieser Stelle eine Frage an meine liebe Community. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach gewinnen soll. Einfach nur den Namen reinschreiben. Macht es ganz entspannt. Leyla, Mike, Jochen, Alida oder Matze. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Die nächste Frage war, oder die erste Frage war, hast du nicht mitbekommen, dass Leyla auch am Tisch war und über dich gelästert hat? Und die Situation liegt schon ein paar Tage zurück, ist aber vielleicht für Leyla-Fans trotzdem interessant, weil Leyla ja noch im Promi Big Brother Container ist. Und natürlich sind es auch so diese kleinen Happen, die für die Anruferstimmen ja schon entscheidend sind, wie sich die Leute verhalten hat. Und hier hat Sinan aber auch eine ganz klare Meinung zu Leyla. Ich habe mitbekommen, dass Leyla über mich gelästert hat, aber, und jetzt kommt das Aber, ich nenne das nicht lästern, weil sie ist dann ein bisschen später zu mir gekommen und hat das Thema angesprochen, hat gesagt, ey, ich war am Tisch, es war so und so und so und ich habe mich damit ihr ausgesprochen
Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich kann ja auch mal gerade über eine Person reden, aber ich sag's der Person trotzdem später. Und das ist dann offen und ehrlich. Nee, ist es nicht. Also das habe ich ja auch schon bei Elena kritisiert und so genauso fair will ich sein. Meiner persönlichen Meinung nach ist es nicht ehrlich, wenn ich über Personen lästere, um dann wenige Stunden später zu den Personen hinzugehen und zu sagen, was gemacht wurde. Also es schickt sich nicht, wenn wir jetzt wieder so in die Ebene gehen, es schickt sich nicht, über Menschen hinter ihrem Rücken zu reden. Völlig irrelevant, ob man danach zu ihm wieder hingeht oder nicht. Das bleibt immer so in den Köpfen und hört sich natürlich auch besser an in so einem Statement im Auto. Ja, es hört sich natürlich besser an, wenn man sagt, ja, aber sie ist ja dann zu mir hingegangen. Nee, das war bei Elena, fand ich es schon nicht cool und ich finde es auch von Leila nicht cool. Wenn man über jemanden redet, schlecht redet, dann ist das nicht korrekt hinter dem Rücken. Ich verstehe aber auch sein Gedanke und sein Rettungsanker, an dem er sich dann schon festhält und sagt, naja, aber sie kam ja dann zu mir. Das sagt man dann als Betroffener, ja, um sich das so ein bisschen auch nicht so dramatisch vorzustellen. Aber für mich persönlich, ich empfinde es nicht als nicht schlimm. Aber es ist natürlich nicht so schlimm, wie wenn ich hinter jemanden Rücken rede und das gar nicht betitel. Also das ist dann auch nochmal eine Stufe 3 vielleicht. Und außerdem war Leila die ganze Zeit für mich da, als es mir wirklich richtig dreckig ging mit meinem. Aber dann hinterfrage ihr Verhalten, warum sie hinter deinen Rücken gelästert hat, wenn sie auf der anderen Seite die ganze Zeit für dich da war. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr gemein von mir, das weiß ich. Aber ich habe in meinem Leben, oder ich habe keinen so großen Freundeskreis. Will ich auch gar nicht haben. Ich möchte Freunde haben, wo ich wirklich weiß, auf die kann ich mich zu 100% verlassen. Und das sind wirklich wenige Leute in meinem Leben, wo ich zu 100% weiß, die würden mit mir gemeinsam, keine Ahnung, Pferde stehlen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und da würde keiner über mich schlecht reden hinter meinem Rücken. Und das ist so etwas, es gibt halt in diesem, und das muss ich hier nochmal vielleicht als kleine Erfahrung sagen, es gibt in diesen TV-Sendungen keine wirklichen Freundschaften. Nur ein minimaler Prozentanteil hat vielleicht das Glück. Aber die große breite Masse, die würden dich verkaufen in diesen Formaten. Das haben wir bei so vielen Formaten schon gesehen. Das ist halt einfach für viele im Kopf dann eine Spielshow. Und bei Mensch, ärgere dich nicht, schmeiße ich ja auch die eigene Mutter raus. So ist das halt, ne? Auch wenn es dann schlechtes Essen gab. Oder gar kein Essen. Zusammen. Die haben mich beide die ganze Zeit aufgebaut, die waren beide die ganze Zeit für mich da und die sind beide so liebevolle Menschen und ich habe die super, super gerne und deswegen, ich nehme mir das auch gar nicht böse und ich würde das jetzt auch nicht Lester nennen, weil sie ist ja schließlich später dann zu mir ins Bad gekommen, wir haben darüber gesprochen und das ist auch okay und es ist auch okay, wenn man mal kurz auf jemanden sauer ist, aber das Wichtigste ist einfach, sich immer auszusprechen und ja, liebe sie. War jetzt erstmal ein süßes Statement zu Layla. Ich denke mal, das wird natürlich auch die Layla-Fan-Community jetzt auch so ein bisschen beruhigen. Ist auch völlig in Ordnung. Wenn das, also noch einmal, ne, wenn das sein Eindruck ist, ist das ja völlig in Ordnung. Ich bin ja nicht derjenige, der dann sagt, oh, das ist so nicht. Nö, wenn das sein Eindruck ist und wenn er damit umgehen kann, dann ist das völlig okay für mich. So, ja, ich kann damit umgehen. Also wenn es ihm dabei gut geht, das ist doch die Hauptsache, dass in seinem Konflikt es ihm gut geht. Ich finde es lustig, wenn man sagt, dass man mir nichts sagen kann, weil alles, was man mir sagen würde, ist schlimm, weil ich 19 bin. Ah, ja, okay, ich weiß noch nicht so richtig, wen er meint. Auch ich habe auch gesagt, in meiner Berichterstattung, aufgrund seines Alters muss man vieles vielleicht noch mal ein bisschen anders betrachten, weil er in vielen Punkten vermutlich noch nicht so die Lebenserfahrung hat und weil er mit 19 Jahren erst in einem TV-Format war und das ist Promi Big Brother. Ich meine, wenn er jetzt 19 Jahre alt wäre, also ist und schon in 8 TV-Formaten gewesen wäre, dann hätte ich das auch nicht gesagt. Aber ich finde, dass mit seinen 19 Jahren, da ist er an einigen Punkten einfach noch nicht so erfahren, was ja nicht schlimm ist. Würde mich auch nicht hier als Trash erfahren betrachten. Gar nicht. Ich habe letztens so einen kritischen Kommentar über mich gelesen. Und ich will Experte sein. Und da habe ich auch kommentiert, hey, ich bin kein Experte. Ich bin sowas von überhaupt kein Experte. Ich versuche meine persönliche und menschliche Meinung einzubringen, die keine Expertenmeinung ist. Ich will auch gar kein Experten sein, weil dann würde mein Wort auch viel zu großes Gewicht haben. Ich möchte weiterhin gerne Normalo Danny sein, der die Sachen hier bewertet, ja. Aber einfach nicht selbst eingestehen kann, dass man Fehler gemacht hat. Weil, wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich mich ja auch immer entschuldigt und stand dafür gerade. Und es ist ja auch völlig okay, mal Fehler zu machen. Kein
Mensch auf dieser Erde ist perfekt. Aber dann, lieber Sinan, warum hast du denn dich nicht geäußert zu Cecilias Anschuldigung? Die werden dir bekannt sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also ich finde so ganz unschuldig lieb, wie du gerade so ein bisschen dich gibst, bist du halt auch nicht. Ne? Ich hätte gerne von dir ein, zwei Punkte gehört zum Thema, was Cecilia gesagt hat. Oder vielleicht kommt das ja noch. Aber dann alles darauf zu schieben, weil ich 19 bin, finde ich ein bisschen fragwürdig. So, dann war hier die Frage, Cecilia meinte, dass du gar kein TikTok machen darfst, obwohl es ab 12 ist. Und ja, das war von Cecilia auch super peinlich, die Aktion, was sie da bei ihrem Instagram gemacht hat. Sie hat ja auch so eine Fragerunde, so ein Q&A. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht gehen wir darauf ein oder nicht. Das sind zum Teil wirklich mehr Textantworten. Das ist für mich dann ein bisschen entspannender als dieses Rumgefuchte da mit den Händen. Ja, da war was dabei, wo sie wirklich ekelig gegen Sinan geschossen hat. Immer wegen dem Alter, wegen dem Alter, wegen dem Alter. Das hat sie, glaube ich, auch 27 Mal geschrieben, weil er ja 19 ist. Das war halt einfach provokant und total überflüssig. Und Sinan antwortet darauf, man mobbt auch keine Leute. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob man jetzt Cecilia Mobbing vorwerfen kann. Ich finde, dass Mobbing etwas so Schlimmes ist. Und dieses immer so zu pauschalisieren für seinen eigenes kleinen Konflikt, den man da hat, ist halt immer eine Klatsche für alle wirklichen Mobbing-Opfer, ja. Deswegen, auch da, Sinan, sei vorsichtig mit diesen Äußerungen, werf niemanden Mobbing vor, wenn das nicht zugetroffen ist. Mobbing ist immer über einen gewissen Zeitraum und bei Promi Big Brother war aus meiner persönlichen Einschätzung die Situation zu kurz. Was nicht bedeutet, dass Cecilia alles richtig gemacht hat, um Gottes Willen, ihr wisst, wie ich Cecilia hier kritisiert habe, ja. Aber man könnte in dem Zusammenhang trotzdem einfach mal die Frage stellen, lieber Sinan, wieso hast du nicht auf die Anschuldigungen zumindest ein bisschen reagiert, irgendwas dazu gesagt? Du scheinst ja in der Lage sein, Q&A machen zu wollen. Deswegen hätte das einfach reingepasst. Also, ich habe mich jetzt nicht... Die Frage war, was sagst du zu den ganzen Gerüchten und dem Hate rund um Mike und Layla? Da will ich auch mal ganz kurz was zu sagen, weil ich diese Frage ja auch immer wieder hier auf meinem Kanal gesehen habe, warum ich mich dazu nicht äußere. Ich habe mich dazu geäußert. In meinem großen Livestream gestern Abend habe ich sehr viel dazu gesagt und habe euch auch gesagt, dass es sehr erstaunlich ist, dass man jetzt diese Informationen alle bringt, wo es um das große Finale und den Gewinn geht. Also ich selber gehe damit sehr, sehr vorsichtig um. Weil ich, sagen wir mal so, auch ich bin da auf einem Weg unterwegs, wo ich glaube, dass hier auch einige Menschen so ein bisschen versuchen, jetzt Profit daraus zu schlagen. Und vor allen Dingen, ich finde es natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man über Menschen Dinge erzählt, die sich noch nicht mal wehren können, weil sie im Container sind. Und ich glaube, eine ähnliche Meinung hat auch Sinan. Und da, finde ich, hat er eine sehr gute Meinung. Nicht so krass irgendwie mit dem Thema befasst, dass ich da jetzt irgendwie mitreden könnte. Oder ich habe ja auch gefühlt damit nichts zu tun. Aber, und hier ist es aber, ich finde allgemein, man redet nicht irgendjemand schlecht oder sagt was Schlechtes über jemand, wenn die Person gerade in einem TV-Format ist, kein Handy hat und sich nicht dazu äußern kann oder Stellung dazu nehmen kann. Ich finde, das ist halt einfach blöd, das macht man nicht. Also ich würde das auch total scheiße finden, wenn ich jetzt irgendwo bin, ich habe kein Handy und dann ballert jemand was über mich raus. Macht man einfach nicht, meiner Meinung nach. Also ja. Und das ist der springende Punkt und da gebe ich Sinan zu 100% recht, das war halt auch mein Gedanke, gerade mit der Prämisse, dass die eine oder andere Person doch immer ganz gerne mal Sachen erzählt, die man durchaus hinterfragen sollte. Das heißt, also auch ich bin da sehr, sehr vorsichtig und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das alles halt wirklich ein Gerücht sein soll und alles nur erfunden war, dann würde ich ja selbst diesem Gerücht auch eine gewisse Plattform geben und das will ich erstmal nicht tun. Wie gesagt, ich habe gestern so ein paar Sachen angesprochen, die ich halt ein bisschen schwierig finde. Es geht in dieser einen oder anderen Geschichte ja auch wirklich um viele Menschen. Es geht ja auch nicht nur um einen, es wurde auch nicht einmal ein Name gesagt. Auch das wäre natürlich dann eine Tatsachenberichterstattung, wenn ich jetzt das mit einem anderen Menschen in Zusammenhang bringe. Also auch ich halte mich da zurück, einfach nur, weil ich denke, dass es auch eine Schmutzkampagne sein könnte. Ich selber weiß es nicht und entsprechend halte ich mich da halt auch so ein bisschen zurück. So, dann kam die Frage, wen aus dem Container würdest du noch Kontakt haben wollen, außer mit Layla und Mike? Und da hat Sinan auch eine Antwort zu. Also ich würde noch Kontakt haben mit Max und mit Jochen. Mit denen hatte ich auch sehr coole Gespräche, vor allem mit Jochen. Und mit Bea habe ich mich eigentlich auch richtig gut verstanden, ja. Ja. Das mit Bea hat mich tatsächlich überrascht. Ja, ich hatte jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass Bea und Sinan so ein
Moment hatten miteinander, aber wie gesagt, wir kriegen ja auch eh nicht alles so weit mit. Ansonsten, ist Jochen so eh so ein Liebling von vielen geworden, was ich durchaus sympathisch finde. Jetzt kam eine Frage zu Elena. Hast du Elena jetzt? Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Frage, weil man jetzt auch vielleicht so einen kleinen Reifeprozess bei Sinan beobachten könnte, wenn die Antwort entsprechend ist, weil er hätte ja schon Grund, mit ihr wirklich ein Problem jetzt zu haben, nachdem was vorgefallen ist. Wie gesagt, wir kennen ja die Situation jetzt nun ausführlich. Mal gucken, was er darauf antwortet. Ich glaube, das ist die meistgestellteste Frage in der Fragerunde. Und ich finde, hassen ist immer ein sehr krasses oder sehr starkes Wort. Man hatte jetzt sich gestritten oder man hatte einen Streit und man mag sich jetzt vielleicht nicht oder man ist nicht gut aufeinander zu sprechen. Aber ich finde, hassen ist so, du kannst nicht jemand hassen, nur weil ihr euch jetzt an einem Tag gestritten habt. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, da bist du aber noch nicht in der Trash-Welt angekommen. Es wurden schon Leute gecancelt und gehasst für deutlich wenigere und kleinere Konflikte als das, was ihr hattet. Aber im Kern seiner Aussagen gebe ich Sinan recht. Ja, also auch ich finde, hassen ist ein großes Wort und das ist ja auch das, was er meinte. Und es zeigt für seinen noch unverbrauchten Geist, dass er so klar darüber sprechen kann. Das wird sich hoffentlich nicht in den Jahren ändern. Allerdings, wenn wir dann doch bei diversen Trash-Teilnehmern mal so in den Kopf reingucken können, dann ist das wirklich so, dass einmal ein Messer in den Rücken gerammt gleich dazu führt, dass man diesen Menschen hasst und durchs Internet jagt. Und da sieht man Tatsache noch so dieses Unverbrauchte von ihm. Das finde ich ganz spannend zu sehen. Und das gibt mir auch keinen Grund, jetzt über sie schlecht zu reden oder schlecht über sie herzuziehen. Aber es gibt dir den Grund, überhaupt über sie zu reden, obwohl du eigentlich weißt, dass es ihr aktuell nicht so gut geht, mutmaßlich, und dass sie sich so ein bisschen zurückgezogen hat. Und trotzdem redest du über sie. Ist schon mal der erste Schritt in die Richtung des Trash-Teilnehmers. Oder sonst was, sondern hat sich einfach gestritten. Man ist jetzt keine Freunde mehr, man muss auch nicht jeden Menschen mögen, aber wenn man einfach erwachsen mit der Situation umgeht und keine Ahnung, jeder lebt sein Leben, dann ist es so und du musst nicht jeden Menschen mögen. Und ich finde deswegen auch, ich muss sie jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder so. Sie redet mich ja auch nicht schlecht. Der Witz ist ja, übrigens, boah, das mit dem Handy ist nicht mein, das ist sein Handy, was die ganze Zeit vibriert in seiner Story, ja. Lustigerweise verhält sich Sinan, der aufgrund seiner 19 Jahre ja von Cecilia so gedisst wurde, erwachsener als Cecilia, die keine Ahnung wie alt ist. Ja, es ist schon super interessant zu sehen, dass es wirklich ein 19-Jähriger schafft, erwachsener sich zu verkaufen als Cecilia in ihrer Story. Ne? Wir haben ja Cecilias Part gesehen vor einigen Tagen. Da ist sie ja da auch mit ihrem Taktfinger durch die Gegend geflogen, als ob sie Hedwig auf dem Weg nach Hogwarts war. Und dann haben wir jetzt hier Sinan, der hier relativ ruhig, klar und vorwurfsfrei spricht. Da sieht man den Unterschied. Ne? Also wir haben uns alle vielleicht in Sinan doch nicht getäuscht, dass er zumindest, was das ganze Thema betrifft, doch immer noch einen kühleren Kopf bewahren kann als die anderen. Ja, man muss sich nicht mögen, man kann auch nicht gut aufeinander zu sprechen sein, aber das Wichtigste ist einfach, dass man respektvoll zueinander ist und dass man halt einfach einen respektvollen Umgang pflegt. Ja. Das geht jetzt an meine Freunde aus Köln und zwar habe ich eine Frage. Kennt ihr einen guten, wirklich einen guten, guten Friseur, bei dem ich vielleicht morgen noch mal ein bisschen meine Haare schneiden könnte? Was ist das eigentlich, dass diese ganzen TikToker jeden Tag zum Friseur rennen? Das sehe ich ja bei 24 Tim auch immer ständig. Aber nun gut, die Friseur-Tipp, die brauchen wir uns jetzt hier nicht mehr reinziehen und besprechen mal die Situation, weil wir ja auch Cecilia so ausführlich hier besprochen haben. Und ich schon finde, gerade jetzt, wo es zum Finale zugeht und es ja auch ein bisschen noch um Layla ging, ich finde das jetzt erstmal gut, dass er sein Content so gestalten konnte, dass er jetzt hier niemanden direkt angegriffen hat oder so. Er hat sich schon relativ diplomatisch ausgedrückt. Ich persönlich, das ist aber, glaube ich, auch mehr so meine Berufskrankheit, ja. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass er auf die Anschuldigungen so ein bisschen eingeht, wenn er sich schon zu Wort meldet und wenn er schon so dieses kleinere Tabu bricht, über Elena zu sprechen, obwohl es ihr nicht so gut geht. Hätte ich mir persönlich gewünscht, dass er halt dann auch die Anschuldigung mit reinnimmt. Und das ist so ein bisschen das, was ich bei Sinan so im Gefühl langsam auch habe, dass er halt auch so ein bisschen diese 24-Tim-Schiene fährt, sich möglichst super zu verkaufen und nicht so zu sein wie die anderen, denen es zum Teil auch wirklich total egal ist, was man über sie denkt. Zum Beispiel Cecilia. Ja, sie wäre so eine Kandidatin, der es
meiner Meinung nach total egal ist, was die Leute über sie denken. So, ja, sie haut einfach raus und polarisiert damit. Und dann gibt es aber noch diese Fraktion, so wie ich der Meinung bin, Sinan, der halt so ganz unproblematisch, ohne anzuecken, sich im Internet bewegt. Und sobald es Vorwürfe gibt oder sobald es irgendwie Schwierigkeiten gibt, spricht er nicht drüber. Das ist halt so ein 24-Tim-Move. Oder aber man spricht dann besonders mit ganz viel Tränen drüber und entschuldigt sich 24 Mal. Das gibt es natürlich auch. Und diesen Weg scheint er einzuschlagen. Ist vielleicht der Weg, der erstmal weniger Kopfschmerzen bringt. Aber ich glaube, das wird ihn langfristig, und er hat ja Hupala, er hat ja gesagt, er will in Formaten, TV-Formaten weiterhin stattfinden. Das könnte langfristig für ihn trotzdem problematisch werden. Es sei denn, er bleibt unkompliziert. Ne? Wenn er unkompliziert bleibt, dann wird er auch nirgendwo anecken. Dann könnte es aber auch sein, dass seine TV-Karriere ganz schnell wieder beendet ist. Weil eines ist Fakt, auch wenn man bei TikTok, keine Ahnung, 2 Millionen, 2,6 Millionen Abonnenten hat, hat ihm das nichts gebracht für Promi Big Brother. Und da sieht man mal wieder, dass gerade die Zielgruppe entscheidend ist, auch über den Erfolg im TV. Und eine so junge Zielgruppe zu haben, die Sinan ja bedient, gerade auch auf TikTok, das sind keine potenziellen Anrufer für Trash-Formate. Letztendlich sind das Leute, die vielleicht irgendwie was in Sinan sehen oder was toll an ihm finden, aber denen es total egal ist, ob er irgendwo weiterkommt oder nicht. Das klingt jetzt total hart, aber es ist ja die Wahrheit. Wir haben es ja gesehen, sonst hätten sie ja angerufen oder aber in dieser Gratis-App abgestimmt. Es hätte ja noch nicht mal Geld gekostet. Das haben aber viele nicht gemacht, weil viele haben gar keinen Bock auf lineares TV. Die wollen halt auf TikTok ihre Zeit verbringen. Deswegen, wir haben das bei Sinan gesehen und auch bei Marco Strecker haben wir es gesehen oder auch bei Sarah Wagner. Ich glaube, dass TikToker oder Menschen, die von TikTok kommen, eine große Community haben, nicht unbedingt dass es nicht unbedingt ein Zeichen ist dafür, dass man so ein Ding gewinnt, auch wenn man das meinen könnte. Wir haben es im Übrigen auch bei 24 Tim gesehen. Auch 24 Tim, ja, mit einer der größten deutschen Influencer, die wir hier haben, der im Dschungel dieses Jahr war, das hat ihm alles nichts gebracht. Er hat den Dschungelcamp nicht gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Also er hat das Dschungelcamp nicht gewonnen. Und ich glaube tatsächlich, dass Sinan hier noch ein bisschen Erfahrung auf jeden Fall braucht. Das ist aber auch, also es ist alles nicht schlimm. Für mich ist es nur entscheidend, wie geht er jetzt mit zukünftigen Problemen um und wo werden wir ihn nochmal wiedersehen? In welchen TV-Formaten? Ja, weiß ich, was würde ich ihm raten? Geh nicht ins Fernsehen. Geh einfach nicht ins Fernsehen. Ich kann mir, ich finde, ich bin froh, eine Person zu sehen, die noch nicht so einen ganz verbrauchten Geist hat wie viele anderen. Ja, aber wir werden sehen, meine Lieben. Das war nochmal so das Thema zu Sina. Ein bisschen hat er uns was erzählt, hätte ein bisschen mehr sein können, aber ich habe auch nicht mehr von ihm erwartet. Ich bin trotzdem gespannt, was ihr zum 14-Uhr-Video sagt. Da geht es nämlich nochmal richtig ab. Und wenn ihr jetzt noch Zeit habt, schaut gerne ins Layla und Mike-Video zur Verlobung rein. War auch relativ spannend. Und selbstverständlich, wenn ihr möchtet, abonniert gerne den Kanal. Ich verabschiede mich jetzt aber erstmal. Macht es gut. Tschüss.